Bei ihrem Rundgang durch Güstrows Innenstadt sind Ihnen bestimmt auch die zahlreichen eingerüsteten Gebäude aufgefallen. Ein Objekt aber sticht zurzeit besonders hervor. Auch wenn die Temperaturen der letzten Wochen nicht gerade die Herzen der Handwerker erfreute, so waren sie dennoch mit vollem Arbeitseifer dabei. Selbst wenn noch der kalte Wind durch so manch offenes Mauerwerk wehte, wurde eifrig Beton in das Bauobjekt der Kerstingstraße, Ecke Domstraße, gebracht. Dieser wird zum Beispiel für die Restauration des Gewölbekellers aus der Zeit des Spätbarocks benötigt. Doch auch zahlreiche Wände und Fußböden müssen aufwendig erneuert werden, da die Grundkonstruktion stark beschädigt war. Gut 20 Jahre stand dieses Gebäude leer, bis sich der Güstrower Bauingenieur Matthias Schulz zusammen mit seinem Geschäftspartner diesem zeitintensiven Bauvorhaben annahm. Begonnen wurde bereits im vergangenen Jahr. Die Baustelle wurde begonnen im August letzten Jahres. Und seitdem sind wir mit Abbruchsicherung und Rohbauarbeiten fleißig dabei, die Schäden zu beseitigen. Die Fertigstellung ist für Ende diesen Jahres geplant. Auf den ersten Blick kann man nur erahnen, dass hier bereits zum Ende diesen Jahres bezugsfertige Wohneinheiten bereitstehen sollen. Zu aufwendig erschien auf den zweiten Blick die Restauration, was anfangs eben kaum zu erkennen war. Also das Gebäude ist städtebaulich oder denkmalpflegerisch von besonderer Bedeutung. Wir haben mit der Landesdenkmalpflege sehr, sehr viele Abstimmungen hier zu führen gehabt, haben unter anderem den historischen Saal mit den Wandmalereien dort gefunden, die erhalten werden sollen. Das war vorher nicht absehbar. Bedeutet auch einen deutlich erhöhten Aufwand, was die Sicherung dieser Sachen angeht. Und wir haben auch sehr, sehr viele Schäden vorgefunden an der Baukonstruktion durch Schwammbefall, die in dem Umfang so nicht vorhersehbar waren. Neben dieser alten Herdglocke aus dem Jahr 1780 wurden unter anderem auch originale Wandmalereien entdeckt. Ein wahrer Schatz aus jenen Zeiten, der nun fachmännisch, soweit wie möglich, zu neuem Glanz gebracht werden soll. Jedoch ein neuer Tanzsaal, wie er damals einst im Wohn- und Geschäftshaus integriert war, wird es wohl nicht nochmal geben. Wie so oft bei solchen tollkühnen Bauvorhaben erweist sich das etwas langwierige Zusammenspiel der Behörden als zeitverzögernd. Vieles musste neu bedacht und in der Bauplanung angepasst und eingepflegt werden. Das erhaltenswerte Fachwerk musste aufwendig gestützt werden, da es akut einsturzgefährdet war. Erst als die Baustelle derartig gesichert war, konnte es mit dem eigentlichen Wiederaufbau losgehen. Zuerst musste das Dach gesichert werden. Die Holzschäden waren enorm. Morsche und schwammdurchzogene Holzbalken mussten akribisch entfernt, aufbereitet oder gar ganz ersetzt werden. Weil die ursprüngliche Fachwerkkonstruktion jedoch erhalten bleiben sollte, waren hier besonders viel Fachwissen und Ideenreichtum gefragt. Jeder einzelne Deckenbalken wurde angefasst. Immerhin wurde mit dem Erstbezug im Jahre 1780 und einem letzten bekannten Umbau im Jahre 1904 kaum etwas getan, um die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen zu schützen. Derzeit sind 5 Gewerke am Bau tätig. Vom Zimmerer über den Trockenbauer, Glaser bis hin zum Abrissunternehmer sind alle voll beschäftigt. Auf allen Etagen herrscht Hochbetrieb. Denn die verlorene Zeit soll nun teilweise aufgeholt werden. Wer Interesse an einem Leben in diesen historischen Mauern hat, der kann sich auf Folgendes freuen. Es werden momentan 7 Wohnungen hier entstehen und eine kleine Gewerbeeinheit. Bis es soweit ist, herrscht weiterhin Trubel hinter den alten Fachwerkmauern des neuen und alten Wohn- und Geschäftshauses der Kerstingstraße 4 und Domstraße 14.